Erik und Kater sind nur ein Fake-Paar? Ich will einfach nicht rausfinden. Nein, Erik, Ich will nicht rausfinden. Erik, bitte. Erik und Kater sind schlecht am Schauspielern? Das ist Volksverarsche, was die machen. Ja? Ich spreche von gestern Abend bis heute Morgen, bis nach dem Spiel, kein Wort mitgenommen. Ja? Fahren zum Spiel, kommen zurück, machen auf einmal auf Liebe. Also, wollen die uns verarschen oder was? Und eine krasse Nominierung. Das ist für mich Heuchlerei, das ist für mich Verlogenheit. Schlussendlich haben wir uns gegen euch entschieden. Das ist für mich einfach Dreistigkeit. All das und noch einiges mehr gibt's in der brandneuen vierten Folge vom Sommerhaus der Stars 2022. Und da das meiner Meinung nach bisher mit Abstand die beste war, werde ich sie natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. In der letzten Folge ging es ja vor allen Dingen um Erik und Kater, die sowas wie das neue Psychopaar sind und in der letzten Folge sogar miteinander Schluss gemacht haben. Etwas, das Kater logischerweise auch am nächsten Morgen noch sehr beschäftigt. Mit mir wurde gestern vor laufenden Kamera Schluss gemacht. Bis jetzt wurde noch nicht angekommen und wurde sich dafür entschuldigt oder sonst irgendwie was. Okay, aber ich glaube, die Frage, die sich jetzt fast jeder stellt, ist, war das mit dem Schlussmachen jetzt ernst gemeint oder nicht? So richtig wissen, glaube ich, die beiden das selbst aber nicht mal. Kater, ich habe aber nicht ganz klar gesagt, dass ich Schluss mache. Doch, Erik. Nein, dann habe ich eben gesagt, dann ist jetzt ist eben Schluss. Nee, ich habe dann gesagt, dann ist jetzt eben Schluss oder irgendwie so habe ich das gesagt. So, aber ich habe nicht gesagt, Kater, was will man es denn ist noch Schluss. Mehr sagen? Hä? Das ist... Die Sätze sind fast gleich. Okay, aber so wie ich das jetzt raushöre, klingt es für mich schon so, als würde Katharina eigentlich ganz gerne wirklich Schluss haben. Nur, Erik, wie sieht's denn bei dir aus? Für mich ist noch nicht Schluss. Ganz klar, weil ich... Für Erik ist erst Schluss, wenn wir hier rausgehen. Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Na gut, wie wir Zukunftsmenschen ja mittlerweile wissen, haben die beiden sich tatsächlich nach dem Sommerhaus getrennt. Oder vielleicht sogar im Sommerhaus, so genau wissen wir das ja noch gar nicht. Die Mitkandidaten finden aber jedenfalls dieses Hickhack wirklich schrecklich. Ich finde, Doris bringt das ganz gut auf den Punkt. Also wenn mein Partner in der Show ankündigt, danach ist sowieso Schluss. Würde ich sagen, Junge, also jetzt weise ich dich mal ganz kurz in die Schranken. Die Sache ist, die alle aus der Familie und alle Freunde haben gesagt, das wird hier drin passieren. Genau das wird hier drin passieren. Ach krass, echt? Alle. Weißt du, hätte der sich ein bisschen überwunden, wäre heute Morgen zu mir gekommen, guten Morgen, Schatz, hätte mir einen Kuss gegeben, wäre ein ganz anderer Start gewesen. Aber vielleicht, was ist denn das, wenn das Problem ist natürlich, wenn er sich das Gleiche denkt, ne? Ja, aber ich komme dauernd zu dem an, dauernd. Okay, und sowas gibt es ja in vielen Partnerschaften und dann ist es wirklich sinnvoll, wenn der Mann mal den ersten Schritt macht. Und in gewissem Sinne tut Erik das dann auch, denn er hat auf dem Sofa geschlafen, aber kommt immerhin zu Kater und den anderen, um ihm guten Morgen zu sagen. Nur, dass er Kater dabei eigentlich überwiegend ignoriert. Moin. Morgen. Alles gut, Doris? Alles gut, bei dir? Ja, läuft. Was heißt läuft? Nichts läuft nicht. Na gut, ich will mal einen Kaffee. Viel Spaß noch. Okay, ich glaube, das geht wirklich in keiner Welt als Entschuldigung durch. Dementsprechend ist Kater dann auch einfach noch angepisster als vorher. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie zwei Menschen, die sich doch angeblich lieben, eigentlich so eklig zueinander sein können wie die beiden. Jeden zu begrüßen und bei mir dann so rauszuhauen. Ja, komm. Kann man sich auch sparen, ne? Nein. Hase, ich habe aber gedacht, ja, dass ich dich gerade nicht ansprechen gedacht. Soll. Ja, denken ist bei dir immer ein bisschen fehlerlaut. Dass Erik aber auch ernstlich beleidigt ist, das merkt man dann nicht zuletzt daran, dass er Kater nicht mal mehr auf Toilette nimmt, wenn er groß macht. Und sie darf auch leider seine Geräusche nicht mehr synchronisieren. Glücklicherweise hat Erik mit Cosimo aber schon einen Ersatz. Und auch den Toilettendialog der beiden finde ich einfach nur wundervoll. Und kurz habe ich an dieser Stelle sogar überlegt, ob ich das ganze Format nicht doch lieber abbrechen soll. Ich muss mal kurz hier auf Toilette, hä? Ich hoffe, ich alles gut, nicht. Alles gut, Bro. Bin schon gewohnt. Bäh. Oh Gott. Boah, ich muss Fenster aufmachen. Boah, hast du eine Leiche gegessen oder was? Boah. Okay, aber nochmal zurück zu dir, Katharina. Weißt du, du kannst doch jetzt eigentlich ein bisschen glücklich sein. Erik musst du nicht mehr auf Toilette begleiten und gleich dürft ihr wieder so ein richtig tolles Spiel spielen und euch dabei wahrscheinlich lächerlich machen und ganz viele schlimme, traumatische Erfahrungen machen. Aber trotzdem, es wird bestimmt toll. Ich hab gar keinen Bock aufs Spiel. Dann kommt wieder Höhe, dann habe ich zusätzlich noch Angst vor Höhe. Nachdenken kann ich gerade auch nicht. Dass Kater jetzt aber auch kurz vor dem Spiel so traurig ist, das möchte Erik dann doch nicht mehr zulassen, denn er denkt natürlich nur an die 50.000 Euro Siegprämie.
Ich meine, er sorgt sich sehr um das Seelenheil seiner Freundin. Mich den ganzen Tag kacke behandeln, aber wenn es ums Spiel geht, kommst du wieder angekommen. Ihr zwei, ihr wisst aber schon, dass ihr das Ganze hier gar nicht machen müsst. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, sogar eure Beziehung beenden. Nur ihr müsstet es dann halt irgendwann mal festlegen. Weil dieses ewige Hin und Her, das geht doch nicht für immer so weiter. Ich weiß nicht, ob ich mit dem noch zusammen sein kann. Kata, sag ganz klar jetzt, sag ganz klar, was du... Ich kann gar nichts dazu sagen. Wenig später, und ich verspreche euch, ich habe da jetzt nichts Entscheidendes weggeschnitten oder so, sind die beiden dann aber plötzlich irgendwie wieder ein bisschen im Friedensmodus. Und ich glaube, diesen ewigen Wechsel von Hass zu Liebe hin, den sollten wir uns mal merken, weil der wird in dieser Folge noch eine riesengroße Rolle spielen. Ich wusste nie, ob ich zu dir kommen kann oder nicht kommen kann. Erik, was mir zu spät dafür. Na gut, wie auch immer, da die beiden sich jetzt vertragen haben, können wir dann ja endlich mit dem Spiel anfangen. Und das war, wie ich fand, eine sehr, sehr nette Idee von RTL. Und Kater hat sogar Glück, denn es hat ausnahmsweise mal nichts mit Höhe oder Nachdenken zu tun. In diesem Spiel steht ihr gemeinsam auf einer Plattform und müsst 10 Gegenstände in die Zielbereiche stellen. Erst wenn 5 Objekte auf jeder Seite stehen, kann zum letzten Schritt man übergehen. Wenn ihr das geschafft habt, müsst ihr euch in der Mitte treffen und küssen. Erst dann stoppt die Zeit. Das schnellste Paar gewinnt und ist vor der nächsten Nominierung geschützt. Viel Erfolg. Okay, also mit anderen Worten, man braucht eine Strategie, man muss gut balancieren können und man sollte als Team zusammen funktionieren. Für unsere Sommerhauskandidaten also mit anderen Worten ein unüberwindliches Hindernis. Ich glaube, das wird nichts, Erik. Nach und nach kristallisierten sich dann aber doch erste Taktiken heraus. So zum Beispiel, dass es sinnvoll ist, erstmal alle Gegenstände auf diese große Wippe zu holen, damit man sie dann später aufstellen kann, anstatt immer wieder hinzugehen. Blöd nur, wenn man sie gar nicht auf die Wippe bekommt. Ruhig, einfach ruhig bleiben, Isi. Wieder zu hektisch alles. Immer wenn wir hier sind, verblöden wir. Das verstehe ich nicht. Ach Isi, da kann ich dich beruhigen. Ich glaube ehrlich gesagt, ihr wart auch schon vorher blöd. Aber glücklicherweise gibt es ja ein Mittel dagegen, nämlich Kommunikation. Und Kada beweist dir nochmal, wie lieb sie ihren Isi eigentlich hat. Manchmal redet sie wirklich mit ihm wie mit einem Hamster, der gerade eine schwere Gehirnoperation hatte und bei dem dann leider 90% dieses wichtigen Organs entnommen werden mussten. Du sorgst für Gleichgewicht. So. Isi, du musst einfach für Gleichgewicht sorgen. Sorg doch mal das für Gleichgewicht. Geh nach vorne, ich mach das gleich. Leider läuft's bei den beiden dann auch in der Folge nicht wesentlich besser. Aber Kada ist sich immerhin sicher, wer die Schuld hat. Denn das ist natürlich nicht sie. Also kann es ja nur noch Isi sein. Und so ganz nebenbei ist er auch noch schuld an der Inflation, den gestiegenen Energiepreisen und wahrscheinlich auch daran, dass sie neulich bei meinen Lieblingsnudeln leicht die Rezeptur geändert haben und sie jetzt scheiße schmecken. Ich dachte bei diesem Spiel, dass meine Oberweite mich belasten würde. Aber dass du das Problem wieder bist, weißt du? Fairerweise muss man aber sagen, die anderen Teams waren auch nicht besser. Und gerade die Mölders haben, finde ich, auch manchmal ein Kommunikationsdefizit. Und spannenderweise sind die beiden ja mittlerweile beide als Fußballtrainer tätig. Na, da muss es ja einen Riesenspaß machen, in deren Mannschaft mitzuspielen. Das gleicht das mal aus jetzt. Ja. Das denkst du, ich stehe einfach nur hier, du Blödes. Ja. Achtung, der fliegt. Ich hab gesagt, du musst mit mir reden. Und deswegen tut Sascha das, was er früher beim Fußball auch immer getan hat. Wenn er das Gefühl hat, dass schlecht mit ihm kommuniziert wird, dann schmeißt er alles hin und tut anderen zur Not auch körperlich weh. Ein sehr erwachsenes Verhalten. Hörst mir nicht zu. Ist das dein Ernst? Die beiden waren dann aber immer nicht die einzigen, die es geschafft haben, sich weh zu tun. Nein, Erik hatte auch so ein bestimmtes Talent. Und manchmal, finde ich, kann der sportliche Sachen echt gut. Und manchmal sieht er ein bisschen aus wie ein besonders dicker Kartoffelsack. Ganz ruhig, nicht hibbelig werden, okay? Schlussendlich haben dann aber ausgerechnet die Mölders doch noch bewiesen, dass sie einiges drauf haben. Und glücklicherweise haben sie dann auch sogar ein bisschen miteinander geredet. Jetzt müssen sie das Spiel halt trotzdem nur noch schaffen. Jetzt ich? Jetzt du? Jetzt ich? Du? Ja, ich bin... Warte, nicht überhastet. Ich weiß. Nicht überhastet. Ich weiß. Warte. Gib mir einen Kuss. Komm her, Kuss. Sehr gut! Die anderen beiden Teams waren dann übrigens nicht mal knapp davor. Und gerade Isi und Kada hatten nochmal eine sehr interessante Besprechung danach, in der Kada nochmal deutlich gemacht hat, dass sie alles ist und Isi nix.
Jetzt wieder lachen. Ja, was soll ich denn lachen? Es gibt nichts zum Lachen. Ich dachte, ich habe zwei Eier als Frau. Und wenn ich den Mann noch dabei habe, haben wir insgesamt vier Eier. Ja? Und aber unterm Strich, ich spüre die Eier nicht mehr, die wir haben momentan. Wirklich. Am traurigsten war dann aber nicht Kader, sondern Erik, der gar nicht glauben konnte, dass er es nicht geschafft hat, sich zu safen und deswegen vielleicht am Ende dieser Folge dann rausfliegen muss. Und ganz ehrlich, ne, darüber müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal reden, aber ich hatte den Eindruck, das war richtig schlecht geschauspielert. Alles gut, Schatz. Jetzt nimm mal die dumme Krone ab, Alter. Alles gut, Baby. Wie mein Kindergarten, ne? Okay, aber ich finde immer, es ist relativ schwer zu sagen, ob jemand Schauspieler, wenn man sein Gesicht nicht sieht. Und achte du doch gleich mal bitte so ein bisschen auf den Gesichtsausdruck von Erik und ob er wirklich weint. Also klar, ich kann es nicht beweisen, aber ich bleibe bei meinem Fake-Vorwurf. Ich will einfach nicht raus. Nein, Erik, nicht jetzt. Auch die anderen Kandidaten, die das ja teilweise mit angesehen und mit angehört haben, hatten dazu eine relativ eindringliche Meinung. Und übrigens musst du mir deine bitte unbedingt in die Kommentare schreiben. Sowas mag ich gar nicht, ne? Hassig wie die Pest, ne? Wieso denn? Die streiten sich, die lecken sich ab, Das habe ich gemacht mit einem Mädchen, da war ich 12, glaube ich. Mir geht das richtig um den Sack. Davon ließ Erik sich allerdings überhaupt nicht aufhalten und er machte immer weiter und weiter. Vielleicht strebt er ja noch eine Karriere als Statist in der neuen Staffel von Barbara Salisch an. Ich will mich wie Versager. Ich will mich nicht raus und ich will nicht, dass wir wegen Fehler wegen mir rausfliegen. Alles gut, Schatz. Sie werden nicht schlimm. Alles gut. Auch RTL war dann, glaube ich, übrigens der Meinung, dass Erik da eine ziemliche Fake-Show abzieht. Und was ich am Sommerhaus immer so mag, ist, dass die das in der Regel einfach nicht offen sagen, sondern so ein bisschen andeuten. Mit Musik zum Beispiel. Das machen sie bei den folgenden Szenen nämlich auch wieder. Ah, manchmal liebe ich diesen Sender richtig. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Du musst ja nicht immer so alles so für die Kamera machen. Akane, you recording? Yes, Jomo. Okay, boy. Ich will aber gewinnen. Awesome. Ich will gewinnen. Klär doch deine Probleme zu Hause, weißt du, oder? Ja, ja. Sag mal ehrlich. Ja, ja. Selbst Antonia, die ja übrigens insbesondere Kater und manchmal auch Erik doch sehr stark getröstet hat, war leicht angepisst von der Show. Und Patrick, glaube ich, sowieso schon ein bisschen länger. Man kommt sich doch verarscht vor, wenn man jemanden den ganzen Tag tröstet. Für was habe ich mich denn damit eingemischt und reingesteigert? Das war übrigens allerdings nicht der einzige Aufreger des Tages. Nein, da gab es noch ein paar andere. Insbesondere, dass sich Steffen doch sehr über den Zigarettenkonsum seiner Frau aufgeregt hat. Und man muss bei den beiden dazu sagen, die sind Hamburger und wir Norddeutsche sind ja oft ein bisschen spröde. Aber das klingt ehrlich gesagt überwiegend einfach nur eklig. Ey, weißt du, was für Zeit, dass wir hier rauskommen? Zu Hause rauchst du nicht so viel. Ja, das stimmt. Steffen, ich möchte bitte raus. Wie viel rauchst du am Tag? So 5. Und hier? 15. Das Doppelte ungefähr. Ja, es ist eine Steigerung von 100%. Haust dir ein Ding nach dem anderen ein und übermorgen überholst du Mario, ey. Das ist echt scheiße. Nun muss man ja dazu sagen, dass die Dürs bei den anderen Kandidaten sowieso nicht allzu beliebt sind. Aber dieser Fall hat doch sogar besonders aufgeregt. Denn mittlerweile mögen eigentlich viele Katharina. Nur Steffen, den finden jetzt alle noch blöder. Ich fand das, dass die Katharina sich da vorm Steffen irgendwie mit der Zigarette verstecken muss, irgendwie fand ich nicht cool. Ja, das kann einfach nicht gesund sein. Auch die nächsten Paare durften dann zum Spiel antreten und weil ich das häufiger mal in den Kommentaren gefragt werde, also warum da manche Paare gar nicht mitmachen, naja, wer schon gesaved ist, der muss halt logischerweise nicht nochmal antreten, also wie zum Beispiel jetzt in diesem Falle Patrick und Antonia. Die Dürs hingegen müssen und wollen auch antreten. Also wenn wir uns heute nicht safen, fahren wir safe nach Hause. Ja, also, das ist safe, da sind wir so sicher. Deswegen wollten sie auch alles geben und wirkten am Anfang auch sehr glücklich und motiviert. Dann muss es jetzt ja am Ende eigentlich nur noch klappen. So, krass, ey. Das gibt's nicht mehr auf dem Kinderspielplatz. Das ging so. Ja. Relativ schnell war die gute Stimmung dann allerdings dahin, als man merkte, wie schwer das eigentlich ist. Und manchmal sind die echt schon ganz schön angepisst aufeinander. Ich habe keine Lust mehr, ganz ehrlich. Das kannst du nicht permanent sagen, verdammte Scheiße. Ja, aber wir schaffen es doch nicht mehr. Mach doch nichts im Spiel. Sowas regt mich auf. Ja, dann regt es dich eben auf. Fuck.
Auch Mario Basler und seine Doris waren dann übrigens dabei. Und auch bei denen muss man ja sagen, dass sie sich eigentlich die meiste Zeit immer nur ankacken. Aber irgendwie finde ich es bei den beiden einfach ein bisschen lustiger. Und Mario Basler kann man eh nicht ganz ernst nehmen, oder? Du musst, jetzt geh vor, geh weiter vor. Mario, stehst da und machst gar nichts. Machst gar nichts, aber ja. ich brauch's nicht zu machen, wenn du wippst. Ja, aber guck, ich wippe gar nicht. Ich stehe nur auf einem Fleck, du rennst hin und her. Die Dürres haben sich dann übrigens in der Zwischenzeit sehr zusammengerissen und wir wissen ja, die müssen quasi wirklich gewinnen, wenn sie noch eine Chance haben wollen, im Sommerhaus zu bleiben. Deswegen haben sie alles gegeben und oh mein Gott, war das knapp. Komm, hopp, hopp, hopp. Warte, warte, es rutscht. Ganz langsam. Ja. Okay, ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Tippel, tippel, Schritte. Das Buch muss stehen. Okay, gut. Warte, der Bluetooth kippt langsam hoch. Puh, auch Mario Basler und seine Doris waren währenddessen übrigens einen großen Schritt weiter. Denn Mario hat jetzt ernstlich versucht, Doris körperlich zu verletzen. Glücklicherweise hat sie knapp überlebt. So, warte, warte. So. Ja. Alter. Ja, gut. Alles gut. Die beiden haben dann einfach aufgegeben, ist aber wenigstens sehr, sehr sportlich genommen. Steffen war aber auch nach dem Spiel noch sehr angepisst auf Katharina. Und auch zudem finde ich, ist es relativ schwer, eine Meinung zu haben. Ich weiß, viele von euch in den Kommentaren mögen ihn, aber ich persönlich finde Steffen auch mehr und mehr anstrengend. Alter, was war denn das für eine Scheiße, ey? Bibi, du gibst zu schnell auf. Ich weiß, dass das unmöglich schien, aber ich finde, du gibst zu schnell auf. Ich habe einfach keine Geduld. Ich habe, wenn ja, ich hier eins gelernt habe im Haus oder in der ganzen Aktion hier, dann weiß ich jetzt, was meine Schwächen sind. Ich habe keine Geduld. Deine Schwäche ist hoffentlich übrigens nicht, dass du nicht Onion Dog Abonnent bist. Wenn doch, dann musst du das jetzt ganz, ganz schnell nachholen. Und wir können uns währenddessen ja den nächsten Teil der Erik und Carter Show angucken. Gerade sind wir übrigens bei Akt 9. Jetzt lieben wir uns wieder ganz doll. Oh, ganz ehrlich, ne? Wer soll das denn jetzt noch ansatzweise ernst nehmen? Und jetzt muss ich auch noch Mario Basler zustimmen. So langsam wird's wirklich hart. Das ist Volksverarsche, was die machen. Die sprechen von gestern Abend bis heute Morgen, bis nach dem Spiel, kein Wort mitgenommen. Ja. Fahren zum Spiel, kommen zurück, machen auf einmal auf Liebe. Also, wollen die uns verarschen oder was? Fairerweise muss man aber auch sagen, es gibt auch durchaus Leute, die Erik und Carter das Ganze abnehmen. So zum Beispiel Cosimo, den ich übrigens sehr lustig finde und auch sehr schätze, der jetzt aber, glaube ich, im Glühbirnenvergleich eher nur so die Ein-Watt-Lampe ist. Voll süß. Ihr passt sehr gut zusammen. Ja, finde ich auch. Wir sollten heiraten, oder? Irgendwann mal schon. Und viele süße kleine Babys. Dr. Mr. Simpson. 4 oder 5 Babys haben wir uns vorgenommen. Okay, Carter, jetzt habe ich aber an dich mal eine Frage. Du hast dich ja bisher bei dieser Schauspielerei nur bedingt beteiligt. Das geht ja in erster Linie von Erik aus. Und jetzt mal ganz kurz an dich die Frage. Liebt ihr euch jetzt oder nicht? Liebe ist ja immer noch da. Deshalb, wenn er ankommt und mich küssen will oder Händchen halten will, dann ist das ja trotzdem noch da. Also, auch wenn wir uns streiten. Das war ja in der letzten Folge schon so, aber auch in dieser stellt sich natürlich jetzt im Haus bei den anderen Kandidaten mehr und mehr die Frage, sind die jetzt ein Fake-Paar? Was ist da überhaupt echt? Ist da irgendwas echt? Zu einem finalen Urteil wollte man bisher aber noch nicht kommen. Wir kennen uns erst seit 7 Tagen. Du weißt ja gar nicht, ist das ein Beutespiel? Ja. Was ich eigentlich tatsächlich zumindest bei ihr nicht glaube, eben würde ich sie eher zutrauen, weil er mehr Ahnung in dem Job hat. Aber du weißt ja nicht wirklich, kann man dem vertrauen, ist es jetzt gespielt oder nicht gespielt. Bevor wir diese Frage vielleicht irgendwann final beantworten können, wurde dann aber erstmal verkündet, wer das letzte Spiel denn jetzt eigentlich gewonnen hat. Naja gut, aber da es nur eins geschafft hat, konnte es jetzt keine Überraschung geben. Yvonne und Sascha haben als einziges Paar alle Gegenstände auf der Plattform aufgestellt. Herzlichen Glückwunsch! Ja! Ausgerechnet Bauer Patrick ist dann übrigens einen Schritt gegangen, den ich mir ehrlich gesagt von anderen Kandidaten auch mal gewünscht hätte. Er ist nämlich zu Erik gegangen und hat ihn einfach mal gefragt, was das jetzt alles zu bedeuten hat. Eriks Antwort war allerdings auch ähnlich informativ wie eine Bundestagsdebatte. Ich weiß die ganze Zeit. Ich weiß. Himmelhoch jauzen und dann läufst du wieder plärrend hier ins Haus. Ja. Geht halt allen übel auf den Sack. Ich weiß. Ich habe doch mit einigen gesprochen. Weißt du auch, meistens ist halt auch mega unnötig. Ja. Verstehst du?
Ich weiß. Was Erik aber auf jeden Fall mitbekommen hat, er ist zum einen nicht gesaved und zum anderen hassen ihn die anderen. Deswegen muss er jetzt natürlich langsam mal was machen und ist deswegen gleich mal zu Mario gegangen, der sowas wie das Chef des Hauses ist. Und oh mein Gott, ich glaube, noch offensichtlicher darum zu kämpfen, dass man nicht nominiert werden will, kann man auch nicht mehr. Mario? Du, ich wollte mal eins kurz was sagen. Wie gesagt, ich schätze dich auch sehr so als Mensch, Fußballer, aber ich wollte mich, wie gesagt, für gestern auch nochmal so, wie ich mich verhalten habe und sowas, alle so ein bisschen entschuldigen. So. In der Richtung. Ja. Naja, nee, wollte ich nur mal sagen. Super Strategie. Eine ganz ähnliche haben dann Steffen und Katharina von den Dürs übrigens auch eingesetzt. Die haben sich nämlich mal gedacht, wir können ja mal sauber machen, damit die anderen wissen, wie wertvoll wir sind. Und für 50.000 Euro greift Steffen sogar in die Kacke der anderen. Endlich Klarschiss auf der Gemeinschaftsschüssel. Positiver Nebeneffekt, die gute Reinigungstat könnte vor unschönem Ausscheiden schützen. Achso, und falls du dich wunderst, weil ich ja gesagt habe, die Dürs machen sauber. Also, naja, Steffen schwingt den Schwamm und Katharina kritisiert ihn immerhin dabei. Fairerweise muss man allerdings auch anmerken, dass sie mit ihrer Kritik schlichtweg recht hat. Hast du jetzt die gleiche Schwammseite genommen? Baby, geh raus. Also, es nervt mich jetzt. Wie die gleiche Schwammseite. Ich war mit dem Schwamm nicht in der Toilette drin. Nee, aber unter der Klobürste. Ich bin auch noch gar nicht fertig, Himmelarsch. Geh raus. Irgendwann ist er dann aber fertig und dann kommt auch schon der erste Passant, um das Ganze einzuweihen, nämlich Cosimo im Stehen. Na, da hat sich das Reinigen der Toilette ja immerhin für 7 Sekunden gelohnt. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Ich setz mich doch nicht hin auf der Schüssel. Ja, ich hab die gerade geputzt, Alter. Aber ich kann gut zielen, deswegen ist alles gut. Ja, das ist ja super. Also, ich finde es unmöglich. Also, es geht bei so vielen Menschen hier, finde ich das scheiße. Da er aber nicht rausgewählt werden will, hat Steffen einfach nichts gesagt. Wer allerdings den Abend noch ein bisschen schöner gemacht hat, das war dann nochmal Bauer Patrick. Der hat sich nämlich ein bisschen über seine Freundin Antonia aufgeregt. Und ganz ehrlich, ne? Also ich glaube, der nächste Satz ist auch definitiv was, was man in der Partnerschaft lieber nicht hören möchte. Und auch lieber nicht sagen sollte. Antonia, die steht zum Beispiel auch auf Sixpack. Ja, gut. Aber wer will denn Sixpack, wenn man ein ganzes Fass haben kann? Ja, denke ich mir auch. Und hat sie gesagt, wenn ich hier rauskomme, dann muss ich erstmal alles fett absaugen. Und dann stehst du halt vorm Spiegel und sagst, ich habe überall Zellulite. Dann sage ich, okay, ja klar, wenn man halt auch keinen Sport mehr macht, von was soll es denn straff werden? Das Schöne ist aber, die Kritik wurde dann sogar noch ein bisschen eindringlicher und ehrlich gesagt auch noch ein bisschen unangenehmer. Ich kann Antonia ganz gut verstehen. Ich glaube, ich wäre dann auch aufgestanden. Was ich dir jetzt auch noch sagen wollte, das mit den Haaren, okay? Ja. Gebe ich zu, ich stehe wirklich auf lange Haare. So, pass auf. Aber genau, das muss man jetzt so, auch und noch sagen. Und Antonia habe ich halt kennengelernt mit Haaren bis da. Und jetzt sind die halt plötzlich da. Aber das ist wie wenn du so einen alten Golf halt tunst, okay? Dann kaufst du den, plötzlich baust du den Tuning ab und sagst dann, ja, super Auto, oder? Nach diesem wundervollen Abend war dann aber auch schon der nächste Morgen und da merkte man wieder, dass Erik sehr große Angst hat, rausgewählt zu werden. Deswegen hat er dann kurzerhand auch noch einen Kaffee-Lieferservice gegründet. Zimmerservice. Was für ein Gentleman, Alter. Erik strengt sich auf höchstem Level an. Der hat ja so ein Panik, ja. Der hat Angst, nominiert zu werden und rauszufliegen. Und deswegen versucht er wirklich mit allen Mitteln, uns gerecht zu werden. Die Frauen waren am Morgen übrigens mit was ganz anderem beschäftigt. Die wollten nämlich gerne rauchen, gerade Katharina. Aber die darf das ja eigentlich nicht. Steffen hat es eher verboten. Deswegen verwandelt sich Mario Basler kurzerhand in Agent 007. Mit der Lizenz zum Zigarettenhehlen. Hallo, 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 hallo. Kannst du uns mal heimlich 2 Zigaretten hier hinbringen? Aber unauffällig vor Steffen. Denn was der angetraute Nikotin-Nörgler nicht weiß, glüht auch nicht so heiß. Ja, und dann muss Mario Basler wirklich Schmiere stehen, damit Katharina in Ruhe wenigstens eine Zigarette rauchen kann. Und ich bleib dabei, ne? Die Dürs haben auch eine wirklich komische Ehe. Ich setz mich erstmal hin. Wenn er kommt. Lass ich sie fallen? Ja, und dann nehme ich sie. Knapp. Okay, dann war es aber soweit und das nächste und letzte Spiel vor der Nominierung stand an. Und jetzt war natürlich ganz, ganz klar, dass sowohl Erik und Kater wie auch Steffen und Katharina sich unbedingt safen müssen. Und RTL hat sich dafür auch ein angemessen erwachsenes Spiel ausgedacht, nämlich Sackhüpfen in der Profi-Variante.
Ihr müsst nach jeder Runde euren Sack an den Partner übergeben. Nach 6 Übergaben darf die hüpfende Person auf direktem Weg in die Schlammgrube hüpfen, in der ein Schatz wartet. Das Paar, das am schnellsten das goldene Hufeisen in den Händen hält, gewinnt. Mhm, aber es gewinnt nicht nur, sondern es bekommt auch Nomi-Schutz. Aber diesmal gibt es da noch so eine kleine Besonderheit, denn eigentlich sind ja schon zu viele Paare gesaved. Und RTL war das Ganze wahrscheinlich noch nicht dramatisch genug. Dazu müssen sie einem bereits gesicherten Paar den Schutz wieder nehmen. Viel Erfolg. Uff, mit anderen Worten, der Gewinn in dieser Challenge ist auf jeden Fall extra wertvoll. Und wir wissen ja, 2 Teams müssen am ehesten gewinnen. Und die haben sich, glaube ich, auch nicht nur deswegen dann auch am meisten ins Zeug gelegt. Super, Schatzi! Los! Super! Erster Sackwechsel bei Erik und Katar. Team Dürr, dich dahinter. Soll ich auch drüber springen? Ja! Yeah. Wer stand jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt damit rechnen musste, rausgewählt zu werden? Das war ja eher Team Kader Loth und Team Mario Basler. Sagen wir mal, die haben sich deswegen vielleicht auch nicht ganz so viel Mühe gegeben. Kurz hatte ich Angst, die gehen gleich rückwärts, so langsam wie die waren. Doris und Kader gehen unter die Traber. Drüber springen! Das Grasen wird bestraft. Kader überrundet. Team Erik und Kater waren dann aber wirklich unaufhaltsam und deswegen war Erik dann auch der erste und einzige, der in ein Schlammbad durfte. Und der war schon so kurz vor dem Sieg. Gesucht? Ein goldenes Hufeisen. Hat man dieses unterm Nagel, ist für den Rest der Tag verhagelt. Falsche Farbe? Schade. Auch Silber, auch Silber! Silber! Silber. Blöd. Und dann wurde es nochmal richtig, richtig knapp. Und auch Steffen war dann irgendwann in dem Pool. Und ihr habt es ja vielleicht schon gesehen, Erik hat die Hufeisen, die falsch waren, immerhin an die Seite gelegt. Steffen hatte da eine vielleicht etwas andere Taktik. Ich habe die Hufeisen wieder reingepackt. Ja, aber ich wusste ja, wo ich meine reingefallen habe lassen. Jetzt hat er wieder reingelegt, Steffen. Du verlangst Fair Play, Steffen. Der macht's auch. Das Gesuche hat dann wirklich endlos gedauert. So lange, dass sogar Kader Loth irgendwann da fertig angekommen ist. Und glaubt mir, die hat locker 20 Minuten länger gebaut als die anderen. Jetzt kommt Kader rein und findet das Ding auf dem ersten. Wird die letzte die erste sein? Ich hätte nie gedacht, dass ich den Weg Richtung Schlamm noch überhaupt finde. Was? Wie tief ist das? Wie tief ist das denn? Ja, also wenn Kader das jetzt noch gewinnt, das wäre allerdings krass. Aber hier ist er dann auch schon. Der einzige und echte Gewinner dieser Challenge. Und ganz ehrlich, ich glaube für die Zukunft des Sommerhauses und die nächsten Folgen ist das eigentlich ganz gut. Es ist Gold! Los, Schatzi! Los, Schatzi! Los, Schatzi! Es ist Gold! Es ist Gold! Yay, die beiden haben also tatsächlich gewonnen und Erik wollte das Ganze dann sogar noch ein bisschen weiter feiern, als sie zurück im Haus angekommen waren. Oh, dazu gehören leider immer 2. Komm mal, guck mal, für den Sieg darf ich heute ran, oder? Auf gar keinen Fall. Oh, sie kommen. Da hätte ich lieber verloren. Ja. Hase, das sind Bilder, die werden für immer im Fernsehen bleiben. Und deswegen ist es auch gut, dass es dazu nicht gekommen ist. Aber bei allem Siegestaumel haben Erik und Kata natürlich auch nicht vergessen, dass sie jetzt auch noch jemanden den Nomi-Schutz wegnehmen dürfen und müssen. Und es gibt da ja bisher so ein Team, was sich bisher immer für besonders sicher gehalten hat. Wir werden hier von allen so als extrem stark schon hochgejubelt, okay? Mhm. Und das macht uns natürlich, ja, sehr angreifbar. Sehr angreifbar. Wenig später war es dann auch schon soweit und Erik und Kata sollten vor den anderen verkünden, wem sie den Nomi-Schutz jetzt wegnehmen. Und das war ganz schön spannend, denn logisch wäre es jetzt ja eigentlich schon, die größte Konkurrenz auszuschalten. Antonia, Patrick. Ihr seid bis jetzt echt das beste Paar. Ihr habt alles gewonnen. Ihr habt komplett durchgezogen. Und dementsprechend schlau. Hättet ihr es am wenigsten verdient, weil ihr seid für bis jetzt das Pärchen. Alter, ich schwöre, ich schlag's. Ich schwöre, wenn Blicke töten können. Tja, ja, schauspielern können die beiden, ja. Aber wie auch immer, die mussten sich dann am Ende natürlich trotzdem wirklich für jemanden entscheiden. Und das, glaube ich, hat sie auch nicht unbedingt beliebter gemacht. Yvonne, Sascha, wirklich, alles in Ordnung. Wir müssen uns für einen entscheiden. Alles in Ordnung. Dementsprechend tut uns wirklich vom ganzen Herzen leid. Passt. Ja? Alles in Ordnung. Ich weiß nicht, so Yvonne, der habe ich das schon mal ganz gerne gegeben. Und du auch.
Erstmal haben die Mölders das ja aber ganz gut geschluckt. Später ist Erik dann aber nochmal hingegangen, um mit Sascha zu sprechen. Ehrlich gesagt hatte ich den Eindruck, es hat er auch nur gemacht, um noch ein bisschen auf ihn einzutreten. Und der Dialog ist dann ein kleines bisschen eskaliert. Ich komme nicht aus dieser Branche und dieses ganze Zirkus, was du hier machst, ihr küsst euch, ihr hasst euch, ihr küsst euch. Ja. Ich frage mich, ob ich hier im falschen Film bin. Das ist ja peinlich. Du erniedrigst dich ja selbst. Ich sag ja auch nichts dagegen, dass jetzt Yvonne dich die ganze Zeit wie so ein Hündchen behandelt, so, weißt du? Also, wie bitte? Das war so das i-Tüpfelchen jetzt gerade noch. Bin auch ganz ehrlich, das habe ich jetzt auch nicht wirklich verstanden. Zumindest habe ich bei den Mölders bisher überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass Sascha da irgendwie untergebuttert wird. Aber naja, wie auch immer. Kurz danach war auf jeden Fall die große Nominierung. Und wir haben ja schon immer gesagt, es ist wahrscheinlich so, dass Steffen und Katharina die meisten Stimmen kriegen werden. Und oh mein Gott, es war wirklich sehr eindeutig. Katharina und dich, Steffen. Wir haben uns für Steffen und Katharina entschieden. Ich mache es im Prinzip kurz. Wir haben uns auch für Steffen und Katharina entschieden. Schlussendlich haben wir uns gegen euch entschieden, Steffen und Katharina. Allerdings haben natürlich auch Steffen und Katharina eine Stimme. Und auf den ersten Blick mag das jetzt vielleicht gar nicht so wichtig sein. Wer das Sommerhaus aus dem letzten Jahr allerdings kennt, ahnt schon, wohin das vielleicht führen könnte. Aber wir hören uns erstmal an, wer nominiert wurde. Und oh mein Gott, war die Begründung dazu bescheuert. Wir haben uns für euch entschieden. Warum? Weil ich glaube, Ismet, in dir steckt noch extremst viel mehr Potenzial, was du hier entfalten kannst. Du kannst noch sehr viel mehr der Typ sein, du kannst noch sehr viel mehr kämpfen. Und deswegen haben wir gesagt, diese Stimme ist eine Motivationsstimme. Eine Motivationsstimme. So, so. Naja, gut. Aber wie gesagt, 5 zu einer Stimme. Eigentlich offensichtlich. Aber es gab da noch so einen Briefumschlag von RTL. Und wie gesagt, im letzten Jahr war das ganz genau so. Und ich sag's gerne nochmal, ne? Im Moment liebe ich RTL. Die beiden Paare mit den meisten Stimmen müssen in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Das Paar, das dieses direkte Duell verliert, muss das Sommerhaus verlassen. Ja, und ich glaube auch, das Gesicht der beiden hatte auf jeden Fall Bände gesprochen. Die haben auf jeden Fall darauf spekuliert, dass es so eine Exit-Challenge gibt und haben sich mit Carla Loth und Easy das vermeintlich schwächste Paar auch ganz bewusst ausgesucht. Und was ich Steffen wirklich übel nehme, ist, er hat das im Nachhinein nicht mal zugegeben. Aber alles wir haben da sehr großen Respekt vor. Aber habt ihr auch ein schlechtes Gewissen oder so? Überhaupt nicht. Aber ihr habt mit einer Exit-Challenge nicht gerechnet? Nein, null. Wirklich? Nein, natürlich nicht. Null. Das sind Schauspieler, das sind, die sind durchdacht, die haben ihre eigene Strategie reingebracht. Das ist für mich Heuchlerei, das ist für mich Verlogenheit, das ist für mich einfach Dreistigkeit und berechnend. Puh, krasse Worte, die aber schon irgendwie stimmen. Und das war es dann leider erstmal wieder mit dieser Folge, aber ich glaube, die nächste, die wird noch viel, viel krasser. Denn da gibt es nicht nur die Exit-Challenge, sondern es kommt auch noch ein neues Paar. Und außerdem geraten dann auch noch Erik und Mario Basler aneinander. Komm, sind beide. Du bist ein Schleimer. Was für ein Wichser. Und es gibt natürlich auch noch Neues von der Erik und Kater Show. Junge, überleg dir doch mal, was du machst. Die weint doch. Cool, lieber Gott, was habe ich falsch gemacht? What the fuck? Krass. Wenn du das nicht verpassen willst, dann solltest du jetzt auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Und um das nochmal ganz kurz zu erklären, das ist leider immer ziemlich wichtig für einen YouTuber. Denn zum einen mag der Algorithmus das, zum anderen ist das bei so Werbepartnerschaften immer ganz, ganz enorm wichtig. Und insofern sorgst du damit letztlich dann auch immer dafür, dass ich weiter Videos machen kann. Würde mich deswegen auf jeden Fall riesig freuen. Streng genommen musst du das ja aber sowieso wieder machen, ne? Oder? Denn sonst musst du jetzt Erik und Kater zugucken, wie die ihre Kinder zeugen.